Hallo liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zu Werder TV Inside. Und ich bin Christian von den Green Hotspots und wir haben heute auch ein mir wichtiges Thema. Danke Christian, danke Marco und damit herzlich willkommen zu Werder TV Inside vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04. Der FC Schalke unter der Woche genau wie viele andere unterwegs mit dem Hashtag nie wieder. Das ist der Hashtag zum Spieltag. Nie wieder Rassismus, nie wieder Nationalsozialismus. Ja, und diese Regenbogenfahne, die ist so etwas wie das Hashtag im wahren Leben. Unsere Eckfahnen am Spieltag gegen den FC Schalke 04. Sie sind ein Zeichen, ein Sinnbild für ein offenes und tolerantes Miteinander. Ich glaube, eine Fußballkabine ist meiner Meinung nach das perfekte Beispiel dafür, wie es funktionieren kann und muss. Verschiedene Menschen, verschiedener Religion, verschiedener Hautfarben, verschiedener auch Typen von Menschen zusammenzubringen und ja, es zeigt einfach, dass das funktioniert. Und so eine Fußballkabine geht mit gutem Beispiel voran und kann gerade was die Vielfalt der Menschen angeht, ein gutes Beispiel für die Gesellschaft sein. 76 Jahre ist es her, dass Angehörige sowjetischer Militäreinheiten das Vernichtungslager Auschwitz befreiten. Auschwitz ist seitdem der Inbegriff für die Gräueltaten und die Menschenverachtung des Naziregimes und steht damit gegen alle Werte, die uns beim SV Werder wichtig sind. Daher ist es wichtig, zu gedenken, aber auch täglich einzustehen für eine offene, plurale Gesellschaft für Demokratie, Vielfalt und Respekt. In das kurze Eck, ich dachte, das Ding wäre schon weg. Alle Menschen sind verschieden und das ist auch gut und wichtig so. Denn wären alle Menschen gleich, dann wäre alles tot langweilig. Der Fußball wäre langweilig, die Musik wäre langweilig, das Essen wäre langweilig. Deshalb müssen alle verschieden sein. Wir müssen das dulden und nicht nur das, wir müssen das unterstützen. Das nennt man Toleranz. Und deshalb sage ich, Jan Delay, für meinen Lieblingsclub Werder Bremen, wir sind ein Leben lang tolerant. Auswärts bin ich immer auf die Toleranz meiner Gastgeber angewiesen. Egal ob in Hamburg, München oder Berlin. Werder macht sich stark für alle Farben im Fußball. Gegen Rassismus, für ein offenes Miteinander. Lebenslang tolerant. Lebenslang grün-weiß und bunt. Unser Verein ist das, was wir daraus machen, beziehungsweise was ihr daraus macht und was der Fanclub Green Hotspots daraus seit über 10 Jahren macht, ist beachtenswert. Wir haben einen Regenbogenschal, so sind wir ansprechbar in der Kurve. Wir sind auf Auswärtsfahrten sichtbar und wir machen mit Werder gemeinsam Aktionen, wo wir drüber aufklären, wo wir vielleicht auch Ängste abbauen. Wir nehmen an Fanclub-Turnieren teil. Wir machen Veranstaltungen. Wir haben zusammen mit Werder einen Aktionsspieltag gemacht, Postkartenaktionen. So sind wir die ganze Zeit unterwegs. Es macht für viele von uns eben auch das Stadionerlebnis sehr viel schöner, wenn wir uns hier nicht verstecken müssen, sondern wir ganz selbstverständlich Teil dieser Fanszene sind. Und ich glaube, dass Werder da voll und ganz hinter uns steht. Den Link zum ganzen Interview vom Kollegen Janik Sieschinski mit Christian Linker findet ihr übrigens im Link unter der Videobeschreibung oder auf werder.de. Das Spiel gegen den FC Schalke in der Sache und in den Farben vereint. Auf dem Spielfeld allerdings nicht. Herzlich willkommen zu Werder TV Inside zum Spiel gegen Schalke 04. Ich freue mich drauf. Werder Bremen gegen den FC Schalke 04, also am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr an den FC Schalke denkt? Erstes Bundesliga-Tor. Okay, das meinte ich jetzt nicht. Woran denkt ihr denn als zweites? An meinen Doppelpack auf Schalke. An meinen ersten Doppelpack und meinen einzigen Doppelpack. Eggestein. Maximilian Eggestein! It's another long-range effort from Eggestein. His third Bundesliga goal of the season.
season, it was always going to take a moment of quality to smash the game open, and it's just provided it. Maximilian Eggestein! He's done it again! Two for him, two for Bremen. Ja, das scheint ja eine wahre Erfolgsgeschichte zu sein. Tatsächlich, Maximilian Eggestein hat gegen den FC Schalke 04 bisher jedes Pflichtspiel gewonnen. Also jedes Auswärtspflichtspiel. Okay, aber ich bin jetzt zu Hause. Ja. Okay, ich schau mal nach. Ja, da sieht die Statistik dann gar nicht mehr so rosig aus. Im letzten Jahr sogar eine Niederlage. Ja. Nur weil Maxi spielt, darf man Schalke eben nicht unterschätzen. Weil sie gute Einzelspieler haben und man hat es gesehen. Sie waren auch bereit dafür, Hoffenheim zu Hause 4-0 zu schlagen. Deswegen, unterschätzen wäre fatal, weil sonst könnte es uns ähnlich ergehen. Zu der Menge an guten Einzelspielern sind in den letzten Tagen sogar noch ein paar dazugekommen. Klaas-Jan Hünteler beispielsweise von Ajax Amsterdam, ein alter Bekannter, oder auch William als Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg. Ich glaube, vor allem jetzt durch diesen Trainerwechsel haben sie wieder ein bisschen anderen Schwung bekommen. Das sieht man dann auch beim 4-0 in Hoffenheim und so. Und ja, warum man es unterschätzen auf keinen Fall darf, ist, glaube ich, dass die individuelle Klasse wirklich trotzdem sehr hoch ist, was sie haben. Da gibt es ein paar Spieler, die können Spiele schon entscheiden und deswegen darf man sie auf keinen Fall unterschätzen. Eben solch ein Einzelspieler scheint aber auch bei uns in der englischen Woche angekommen zu sein. Danke schön, überragend. Die Stimme gefällt mir immer mehr. Hey. Soll ich das wegstellen? Oder? Du kannst es in die Hand nehmen. Du kannst es in die Hand nehmen. Das auch? Es ist beides für dich. Dankeschön. Das hast du auch gar nicht registriert so richtig. Du hast es gelesen, aber dann auch einfach wegignoriert. Nicht kommentiert. Das? Ja. Doch, ich habe geschmunzelt. Aber ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt allein mich draufgeiern soll. Das sollte ich lieber nicht machen. Das ist kein Respekt. Ehrlich? Scheiße. Na, Spaß. Na, schmeckt gut. Der Teig ist top. Der Teig ist top. Darf ich es jetzt aufessen? Ich muss es gerne aufessen. Lecker Geburtstagskuchen. In den vergangenen Spielen gegen Augsburg, Gladbach und auch Hertha BSC sorgte Romano Schmid selbst für den Augenschmaus. Romano Schmid in aufsteigender Form. Was ihr sonst noch wissen müsst, wie immer mit dem Cheftrainer. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Es sieht so aus, dass beide eine Chance haben auf das Spiel. Ob es am Ende klappt, kann ich nicht versprechen. Aber es ist eher ein Schritt wahrscheinlicher geworden als unwahrscheinlicher im Laufe der Woche. Bei beiden. Ansonsten sind die Personalien so, wie sie zum Beginn der Woche besprochen wurden. Aus dem Berlin-Spiel sind sonst alle gut herausgekommen, haben da auch wieder Spielminuten gesammelt. Also Kevin Möwald wird wieder zurückkommen, auf jeden Fall. Haben die Möglichkeiten da jetzt, glaube ich, schon etwas erweitert in den letzten Tagen und Wochen. Es ist natürlich schon so, dass ich auch Schalke 04 mit einer großen Tradition, mit einer wahnsinnigen Fanbasis verbinde und es deshalb natürlich schon
auch einer der Vereine ist, die man sehr, sehr gerne in der Bundesliga sieht, gegen die man gerne spielt, wo die Spiele an und für sich Erlebnisse sind. Ja, schon ein absoluter Traditionsverein und ein Verein, der einfach, das ist Fußball. Also mit Schalke 04, damit verbindet man Fußball, Emotionen. Und deshalb natürlich schon ein Verein, den man sich, ohne damit andere abwerten zu wollen, den man sich natürlich auch in der Bundesliga wünscht. Und deshalb schaut man da auch schon, schon hin und hofft, dass das funktioniert. Natürlich auch nicht auf die eigenen Kosten, so weit geht es dann nicht, aber insgesamt hofft man das. Das war PK, der Spieltagscheck. Der SV Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04 am Samstag 15.30 Uhr hier bei uns im Wohninvest Weserstadion. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal shippen. Alle Highlights vom Spiel findet ihr dann wie gewohnt bei Werder TV. Und da findet ihr übrigens jetzt schon ein Interview mit Alexander Kluge. Denn unsere Bundesliga-Frauen starten am Sonntag um 14 Uhr in die Rückrunde. Und dafür müssen sie genau wie die Herren am vergangenen Wochenende Richtung Berlin. Nach Potsdam, um genau zu sein. Potsdam ist eine physisch sehr, sehr starke Mannschaft, hat eine hohe individuelle Klasse, ein gutes Tempo, eine gute Wucht, eine gute Schnelligkeit. Das gilt es natürlich einfach möglichst auch aus dem Spiel rauszunehmen, beim Gegner zu blockieren und dann eben selber unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Und da denke ich, wenn wir das am Sonntag abrufen und alles in die Waagschale werfen, dass das ein guter erster Schritt wäre, um in diesem Spiel dann auch zumindest ein und im Maximalfall 3 Punkte mitzunehmen. Alles vom Werder-Wochenende seht ihr dann wie gewohnt bei Werder TV Insight am Montag. Ja, und jetzt ratet mal, was ich mir dafür wünsche. Ist nicht so schwer zu beantworten, das Ganze.